Endlich bin ich mal wieder mit der Kamera draußen unterwegs. Der Berchtesgaden-Trip im Januar war tatsächlich das letzte Mal, dass ich die Kamera so richtig in der Hand hatte und einen richtigen geplanten Fototrip unternommen habe. Immer dann, wenn mal gute Bedingungen sind, habe ich durch die Arbeit keine Zeit. Und wenn ich durch die Arbeit mal Zeit habe, also am Wochenende oder jetzt Richtung Frühjahr abends, haben die Bedingungen nicht gepasst. Also es ist wirklich zum Auswachsen gewesen. Aber heute sieht eigentlich alles mal nach einem ganz guten Sonnenuntergang aus. Und jetzt bin ich eigentlich nur noch auf der Suche nach einem schönen, frühjahrsmäßig blühenden Baum, um den ein bisschen in Szene zu setzen. Und dann sollte heute eigentlich wirklich mal alles passen. Die Landschaft hier ist traumhaft. Der Ausblick. Jetzt ist die Sonne schon unter den Wolken hervorgekommen. Es ist noch circa eine halbe Stunde bis Sonnenuntergang. Und alles ist jetzt schon in einem schönen, warmen Gold getaucht. Und der Blick von hier oben, traumhaft. Wirklich traumhaft. Für mich geht es jetzt noch ein kleines Stückchen weiter nach oben. Und dann hoffe ich, dass ich da oben mein perfektes Motiv finde. Mit einem wunderschönen Blick direkt über das rheinhessische Hügelland. Und überall liegt jetzt hier schon der Duft von den blühenden Bäumen in der Luft. Also es ist wirklich wunderbar. So, ich habe es geschafft. Ich bin an meinem Punkt angekommen. Und zwar wirklich weit über dem rheinhessischen Hügelland. Also der Blick von hier oben ist wirklich sagenhaft. Es ist traumhaft. Ich habe den Punkt tatsächlich über Google Maps gefunden. Ich kannte den vorher noch nicht. Aber ich werde hier auf jeden Fall nicht das letzte Mal gewesen sein. So, die Sonne ist jetzt schon fast komplett untergegangen. Es sind jetzt noch ein paar Minuten. Ich schätze mal 10, 15 Minuten. Und da wir hier oben tatsächlich noch ein paar Wolken da haben, sollte nachher der Himmel auch brennen. Also da bin ich wirklich mal sehr drauf gespannt. Sollte auf jeden Fall geil werden. So, heute war dann doch einer dieser Tage, an denen läuft es zu 95% perfekt. Er hat einen tollen Aussichtspunkt gefunden, man hat einen tollen Spot gefunden, das Motiv passt, das Wetter spielt eigentlich mit. Mal zum Sonnenuntergang sogar ein dünnes Wolkenband, was eben. Ja, danke, GoPro, dass du beschlossen hast, mir nicht mehr weiter zuzuhören gestern Abend. Deswegen an dieser Stelle nochmal ein kurzes Fazit zu dem Fototrip gestern. Die Landschaft war super, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Motivtechnisch hätte man bestimmt ein bisschen mehr rausholen können, da hat mir dann aber leider die Zeit gefehlt. Und vom Sonnenuntergang her, der war natürlich auch so, naja, weil die Wolken dann sich doch nicht in dieser Farb, in der Intensität verfärbt haben, wie ich es mir erhofft hatte. Leider Gottes. Aber gut. Ansonsten kann ich wirklich nicht meckern. Ich habe eine tolle Gegend nochmal erkundet, wo ich vorher wirklich noch nie gewesen bin. Habe noch viele andere Punkte da gesehen, die ich auf jeden Fall noch austesten möchte und ausprobieren möchte. Von daher war es für mich schon ein Erfolg gewesen, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, so kann es in der Landschaftsfotografie auch laufen, beziehungsweise läuft es sehr oft.
dass man eben andere Vorstellungen hat und die dann doch nicht so umsetzen kann, weil ein kleines Fünkchen zu den 100% am Ende fehlt. Aber das weiß man halt eben vorher nicht und das macht auch irgendwo ein bisschen den Reiz aus, finde ich, dass man nicht alles so hundertprozentig perfekt durchplanen kann, sondern dass es auch wirklich immer noch ein bisschen von der höheren Gewalt abhängt. Ja, was erwartet mich jetzt vielleicht noch in nächster Zukunft? Ich habe im Mai nochmal eine Tour ins Berchtesgadener Land geplant. Nochmal ein paar Fotomotive noch ausprobieren, die ich jetzt im Januar durch die 48 Stunden Dauerschneefall nicht ausprobieren konnte. Und dazu werde ich aber wahrscheinlich nochmal ein extra Video bringen und von dem Trip natürlich auch sehr viel videotechnisch begleiten. Bis dahin, vielen Dank fürs Ansehen. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mir auf meinen weiteren Fototouren noch folgen wollt, gebt mir einen Daumen nach oben. Ich würde mich wirklich freuen, euch als Follower begrüßen zu können. Und an dieser Stelle dann bis zum nächsten Mal. Ciao.